Hallo, liebe Freunde und Freundinnen meines Podcastes Glücksmagie. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, wenn es da heißt, wir betrachten die Woche 11. Mein Name ist Sylvia Stangl, ich lebe und arbeite auf einem Gutshof in der Nähe von Salzburg und ich freue mich, dass ich mit euch die Wochentendenzen, die Wochenqualitäten durchleuchten kann, dass ich sie euch näher bringen kann und dass ich euch sensibilisieren kann für die Symbolik des Alltages, für die Rituale des Alltages, für die Sprache des Alltages, damit dieses hochschwingende, geistige, spirituelle, mystische einfach und leicht wird. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit all diesen Themen und sie waren mir stets ein guter Begleiter. Sie haben mir geholfen, viel Schwieriges zu durchleuchten, es mit anderen Augen zu sehen, dankbar dafür zu sein, was sich alles offenbart hat. Dankbar dafür zu sein, was ich alles erleben durfte bisher und was ich alles gestalten konnte in meinem Leben. Und dankbar dafür, dass ich die Zeichen lesen kann. So möchte ich auch dir diese Zeichensprache ja nicht nur erklären, sondern wirklich so nahe zu bringen, dass du sagen kannst, ja, es ist ein Teil von mir. Genau dafür habe ich die Magiewoche, die Reise zu den Delfinen kreiert, vor vielen, 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 vielen Jahren schon. Ich war schon oft dort mit unterschiedlichsten Gruppen. Denn in dieser Woche passieren wirklich magische Dinge und wir können, ja, ich würde sogar sagen, Wunder erleben und Öffnungen erfahren, von denen wir schon geglaubt haben, dass sie uns in diesem Leben vielleicht nicht mehr passieren. Die Woche findet im Juni statt und mehr dazu findest du auf meiner Homepage www.sylviastangl.at. Wenn du Interesse hast an Numerologie und einem Intensivworkshop auf der Insel Mallorca, so lade ich dich auch dazu herzlich ein. Das findet im Oktober dann statt. Auch dies findest du auf meiner Homepage. Ja, diese Woche hat die Tendenz, uns aufzuzeigen, wie wichtig es ist, unsere Familienthemen noch einmal auf einer tiefen Ebene anzuschauen. Du weißt ja, mit dem Neumond im Zeichen Fische am 10.3. ging es darum, einen Neustart zu finden. Neumond, Fische, die Auflösung der alten Themen, dieses ganz bewusst Einsteigen in das Neue, was da kommen mag. Und das Zeichen Fische ist ja das letzte Zeichen im Tierkreis und das, was nun folgt, ist der Eintritt in den Widder. Und mit dem Eintritt in den Widder folgt natürlich auch dann am 20. der Beginn des neuen astrologischen Jahres, dieses Neujahr, die Neugeburt. Das neue Jahr, das Sonnenjahr, wird tituliert als Sonnenjahr. Und mit der Sonne werden wir uns natürlich auch ganz bewusst, was bin ich, wer bin ich, wohin möchte ich mich wenden, was möchte ich tun, was soll in Zukunft mein Thema sein, wie möchte ich geprägt sein. Wenn wir es auf der höheren Oktave leben, fernab von unserem Ego, von unserem körperlichen, von unseren materiellen Gedanken. Also der Hinblick sollte gehen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich mich als Person entwickeln, wie kann ich mein Bewusstsein entwickeln. Und bevor wir da durchstarten können, geht es wirklich noch einmal darum zu schauen und zu sagen, welche Themen habe ich denn mitgebracht, welche karmischen Themen, welche Themen wurden mir von meinen Ahnen auferlegt, wie sieht es denn aus mit meiner Mutterliebe, mit meiner Vaterliebe, welche unerlösten Themen hat mir meine Mutter mitgegeben, hat mir mein Vater mitgegeben und ist es wirklich so, dass ich diese Themen jetzt weitertragen möchte. Oder möchte ich sie für mich erkennen? Möchte ich verstehen, was da gerade in mir und um mich abläuft? Auch im Außen, nicht nur in mir, denn wir sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt, das Kollektiv zeigt uns nur das, was wir in uns gerade erleben. Jetzt könnten wir sagen, wenn ich nach außen schaue, ist das nicht gerade so erfreulich. Ja, das stimmt vielleicht, aber es gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, dass dies nicht der richtige Weg ist, dass dies eine Sackgasse ist und dass jeder für sich eine Hinwendung zur inneren Heilung, zum inneren Frieden benötigt. Das können wir jetzt durchaus ganz gut erleben, da wir ja noch immer die Aktivierung von Chiron in uns fühlen. Und Chiron ist ja dieser verwundete Heiler, der dann auftritt
um uns genau die Stellen zu zeigen, wo wir verletzt wurden und dass es nun an der Zeit ist, diese Verletzungen zu heilen und endgültig loszulassen. Ja, diese Woche ist geprägt von Orion und Angelika, die 58, und Orion und Angelika zeigen uns schon durch die Farbgebung, durch das Hellblau-Rosa, wie wichtig es ist, uns mit unseren kindlichen Themen, mit unseren kindlichen Verletzungen auseinanderzusetzen. Orion war ja ein starker Jäger und Angeber, der von einem Skorpion in die Ferse gestochen wurde und dadurch getötet wurde. Es ist ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Beispiel für Pluto, für die Wandlung, für die Transformation, dafür, was es bedeutet oder wie man einen Zauber durchbrechen kann. Durch den Tod oder die Bewusstwerdung kann man aus diesem Zauber aussteigen und kann sich hinwandeln zu einem neuen Leben. Und genau dazu sind wir jetzt aufgerufen, unsere inneren Tode zu sterben, mit Pluto mitzugehen, uns zu transformieren, zu wandeln und den Zauber, den wir auferlegt bekommen haben oder den wir uns selbst auferlegt haben, zu durchbrechen. Neptun zeigt ja auch immer an, wo der Zauber in uns liegt. Also schau mal, wo in deinem Horoskop Neptun beheimatet ist, wo er gerade steht. Dort erfährst du, welchen Zauber du immer wieder erliegst, also welche Verzauberung du immer wieder erliegst, damit du nicht klar sehen kannst, nicht klar hören kannst, vielleicht auch nicht verstanden wirst oder immer den falschen Partner, die falsche Partnerin willst. Es ist höchst spannend, sich das anzusehen, und wenn wir es erkennen, dann sind wir ja der Lösung schon sehr nahe. Ja, und Angelika bedeutet der Engel, die Lichtbringerin. Das heißt, Neptun steht auch für die spirituelle Welt, steht auch für diese Übermittlung der spirituellen Kräfte, der spirituellen Energien, und erinnert uns daran, dass wir alle aus den höheren Welten geboren wurden, um hier auf Erden zu leben, mit unserem vollen Bewusstsein, mit unserer vollen Kraft. Ja, und Orion und Angelika, die da jetzt die Woche einläuten bzw. als Schutzherrn diese Woche begleiten, bringen auch dann das Thema der 13 mit. Und 13 ist die Zahl außer der Zeit. Die 13. Fee, der 13. Mond, das 13. Kind, also immer dieses, die 12 ist erfüllt, das Dutzend ist erfüllt und die 13 ist dann immer diese Auflösung. Mit der 13 kann ich die Zauber auflösen, kann ich bereinigen, kann ich, wenn ich bereit bin, einen Segen über alles legen oder einen Fluch, das entscheide ich selbst. Dazu werden wir nicht gezwungen. Wenn wir bereit sind zu segnen und mit diesem Segnen alles zu reinigen, was dir vielleicht Schmerzen verursacht hat oder was dich in das Feld des Neides, des Misstrauens, des Hasses geführt hat, hast du ein wundervolles, wertvolles Instrument in deinen Händen, mit dem du sehr viel Gutes bewirken kannst. Du weißt schon, segnen bedeutet auch, dass wir unser Auto segnen können, um immer heil anzukommen, dass wir unsere Familie segnen können, unser Haus, unsere Möbel, um dadurch alles zu bereinigen, was an negativer, dunkler Energie vielleicht noch diesen materiellen Dingen angehaftet hat. Aber wir können auch alles segnen, was uns belastet. All die Themen, vielleicht einen Streit oder vielleicht eine Vision, die sich nicht erfüllt hat, oder eine Auseinandersetzung, die du hattest mit deinem Nachbarn, was auch immer. Mit dem Segen kannst du alles lösen, worauf ein Zauber liegt, damit du klar sehen kannst, damit du klar hören kannst, wahrnehmen kannst. Du kannst die Verzauberung durchbrechen. So hilft uns die 13 dabei, nicht nur außerhalb der Zeit zu sein und aus einer höheren Warte die Dinge zu betrachten. Die 13 führt uns auch in die 4. Und die 4 führt uns in die Stabilität, in die Aufrechte. Die 4 führt uns in die Gerade, das geradlinig sein, dieses Hinschauen und zu sagen, ja, das ist es, ja, so viel wiegt es, ja, darüber müssten wir sprechen, damit wir einen klaren Wert titulieren können oder damit wir in die Harmonie kommen können, denn die Stabilität entsteht ja auch durch die Harmonie.
Und über die 58, was Orion und Angelika repräsentiert, werden wir ja über die 5 schon in die Religion, also Religio hineingeführt, werden wir schon in das Innere geführt, in die Verbindung mit uns selbst, in diesen wahren Kern, in diesen heilen Kern, in dieses Punkt des Lichts Dasein, wo die göttliche Verbindung noch stattfinden kann, ohne Verletzungen, ohne unerfüllte Wünsche, ohne unerfüllte Visionen und was auch immer. Also da sind wir heil im Kern, da erkennen wir die Verbundenheit, die Vielfalt, die in uns wohnt und dieses nach außen gehen der 5, also die 5 repräsentiert ja auch den Menschen, dieses Denken, Fühlen und Handeln, können wir dann wirklich in die Aktion gelangen. Und die Zahl 8 repräsentiert nicht nur die Zahl der Gerechtigkeit, es zeigt uns auch an, wie wir auf die Umwelt reagieren, wie aktiv wir sind. Es zeigt uns die Wechselwirkung, diese göttliche Gesetzlichkeit, wie innen so außen, wie oben so unten. All das erlebst du. Du erlebst, was du in dir trägst und du erfährst, was du in dir aktiviert hast. All das zeigt dir das Außen und das Außen spiegelt dir natürlich wiederum dein Innenleben. Und du kannst aus deinem Inneren heraus das Äußere verändern, dann, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wenn du echt bist, wenn du authentisch bist. Das haben wir ja alle schon ganz oft gehört. Also mit der 8, das ist eine Pluto-Zahl, kommst du ganz tief in dein Innerstes und kommst ganz gut an in deiner Transformation. Die nächsten 2 Wochen kannst du sehr viel auflösen und dich erlösen. Du kannst Opfer bringen und dadurch wieder einsteigen in das Gute. Also immer dann, wenn wir glauben, dass wir zum Opfer gemacht wurden, ist es vielleicht Zeit, ein Opfer zu bringen, ein wirkliches Opfer, das, was du als Opfer empfindest. Und wenn du etwas möchtest und du hast das Gefühl, es kommt nicht zu dir, es mag sich nicht gestalten, dann weißt du, dass du es durch deine Gedanken verhinderst. Denn durch dieses Wollen, durch dieses Haben wollen, Sein wollen, kann es gar nicht zu dir kommen. Denn zuerst ist das Geben und dann das Empfangen. Und Empfangen beinhaltet auch, in die Ruhe zu gehen, in die Gelassenheit zu geben. So zeigt uns die 8 auch an, den Ausgleich von männlicher und weiblicher Kraft, von männlicher und weiblicher Energie. Dieses in die Tat gehen, etwas umzusetzen, aktiv zu sein, etwas anzustoßen, dann in den Punkt des Lichts, in die Ruhe, in die Mitte zu gehen und dann zu empfangen. Also wer immer in der Tat ist, wer immer in der Aktion ist und immer möchte, kann gar nicht empfangen. Wenn du stattdessen hingehst und aus dir heraus gibst, das, was du gerne haben möchtest, dann kommt es in der Vermehrung wieder zu dir zurück, denn du weißt, dass Geben das Einzige ist, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Ja, und dann die Erinnerung daran, dass wir alle ein Magnetfeld sind. Wir sind ein Magnetfeld, wir sind ein schwingendes Magnetfeld. Das heißt, wir ziehen auch wie ein Magnet alles an. Wir brauchen uns nicht bemühen, wir müssen uns nicht abrackern, wir müssen nicht andauernd etwas tun, um zu empfangen. Nein, wir dürfen geben, dann dürfen wir ruhen und dann dürfen wir uns hingeben, um zu empfangen. Und wenn wir das verinnerlichen können durch die Meditation, durch meditative Handlungen, durch Spaziergänge, durch Gelassenheit und Ruhe, aber auch gleichzeitig durch Klarheit und authentische Lebensweise, gestaltet sich unser Leben, wenn wir es noch würzen mit der Dankbarkeit und mit dem Segen, wie ein Zaubergarten. Alles beginnt zu blühen, alle Felder sind bestellt, alles beginnt zu sprießen. Und wir dürfen uns an diesem Zaubergarten erfreuen. Manchmal müssen wir da und dort ein bisschen Unkraut zupfen oder vielleicht eine neue Pflanze setzen. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir durch diesen paradiesischen Garten wandeln, wenn wir es denn so wollen. Wenn wir gebürstet sind auf Krieg und Streit und Hass und Neid, dann dürfen wir auch das im Außen erleben. Es hängt ganz von uns selbst ab. Ich weiß, ihr habt das alles schon 1000-mal gehört, aber es
geht nun darum, diese Woche, dass wir uns wieder daran erinnern und dass wir die nächsten 2 Wochen bis zum 20. März wirklich schöpferisch sind. Schöpferisch in dem Sinne, dass wir aufdecken, wo wir noch nicht heilig sind, um in unsere eigene Heilung zu gelangen. Ja, und vielleicht magst du ja die neue Räuchermischung mitnehmen in diese Woche. Denn die Rose bietet uns Entspannung. Das Meersalz, die Reinigung, Muskatnuss liefert uns die nötige Anziehungskraft und Strahlkraft. Die Tonkabohne ist wie ein Seelenbalsam. Wermut verhilft uns zur Transformation. Die Sonnenblumensamen erleichtern uns den Abschied, das Loslassen. Und der blaue Marienweihrauch führt uns auf die Ebene der Engel und auf die Ebene der aufgestiegenen Meister. Wenn du jetzt, kannst auch jetzt noch diese Räucherung durchführen für den Neumond, denn der Neumond wirkt ja auch 2 Wochen nach und dieser Neumond ganz besonders, denn er ist ja auch ein Supermond, das heißt, er ist sehr erdnah und es ist wirklich so ein Abschied nehmen, ein Transformationsmond, ein Ausleiten. Du kannst das Ganze unterstützen, indem du 3-mal durch das Haus wanderst, alle Fenster öffnest bei den ersten 2 Runden, alles hinausbittest, alles segnest, für alles dankbar bist, was du in deinem Leben, in deinem Haus, in deiner Wohnung bisher erfahren hast, um dann das Neue hereinzubitten, das Lichtvolle, das Liebevolle, das Gesunde, das Heile, damit du in das neue Sonnenjahr hineinstarten kannst, voller Freude und voller Leichtigkeit. Ja, und wenn du das nicht möchtest, dann nimm einfach ein Räucherstöffchen, gib die Räucherung drauf und lass dich verzaubern von dem Duft, lass dich mitnehmen auf die Reise in deinen inneren Zaubergarten, in deinen lustvollen Garten, wandle darin, erfreue dich daran, hör die Vöglein zwitschern, nimm den Geruch wahr und lass dir die Sonne in das Gesicht strahlen. Entscheide, was du möchtest. Und mit dem Zauberspruch der Woche möchte ich dich daran erinnern, dass genau du magnetisch bist und dass du es in der Hand hast, das in dein Leben hereinzubringen, was du wirklich möchtest. Magnetisch bin ich, magnetisch wirke ich. Gut und böse, schwarz und weiß, alles gestaltet sich auf mein Geheiß. Ich habe die Wahl und wähle weise. Mein Magnetfeld transformiert sich auf seine Weise. In mir wacht mein Punkt des Lichts. Er zeigt mir den Weg, führt mich in mein strahlendes Ich. So wirke ich heilsam für mich und für dich. Magnetisch wirke ich, wirke für das Licht. Diesen Spruch für dich ehrfürchtig gesprochen, vielleicht sogar dich 3-mal im Kreise bewegt oder als Gebet gesprochen, wirkt, denn er verbindet dich mit deinem Überbewusstsein und mit deinem Unterbewusstsein und bringt so alle lichtvollen Kräfte dazu, dir beizustehen. Auf deinen Weg durch die Woche, auf deinen Weg in dein persönliches Heilsein, auf deinen Weg hin zum Licht. Und wenn du diese Woche die Zahl 4 für dich aktivieren möchtest, du weißt schon, der 4-blättrige Klee, die 4 Elemente, die 4 Seiten eines Quadrates und so weiter und so fort, dann frag dich immer, wo du in Harmonie bist und wo du in der Disharmonie bist und wie du die Bereiche wieder zurückführen kannst in den Punkt, in der Mitte, in das harmonische Dasein. Denn die 4 fordert uns auf, in die eigene Stabilität zu kommen. Denn wenn du stabil bist, dann lässt du dich nicht herauslocken und überschäumen in deinen Emotionen. Dann kannst du ruhig auf all den Stress oder Streit oder was auch immer dir begegnet, reagieren. Du kannst daran denken, wer du bist und was du bist und das Licht mehren, indem du magnetisch wirkst und indem du aus deiner Mitte heraus wirkst. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, eine lichtvolle Woche. Hab es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn likest, wenn du ihn teilst, wenn du mit deinen Freunden darüber sprichst
und wenn du ihn abonnierst. Ich danke dir für deine Unterstützung, für dein Zuhören und für dein Dabeisein. Alles Liebe, alles Gute. Namaste, Sylvia.